Moinsen, herzlich willkommen zum Krypto-Advent hier im Kids in Kiel, organisiert von den Leuten, die auch sonst die Kieler Open Source und Linux Tage veranstalten. Die hatten wir dieses Jahr schon und heute steht hauptsächlich der Datenschutz im Mittelpunkt. Unser erster Vortragende, Nico, wird uns etwas über die mögliche Absicherung und Verbesserung von den Browsern, die wir so zum Surfen im Netz verwenden, erzählen. Und ich möchte ihn auch gar nicht länger aufhalten. Sei nur noch kurz bemerkt, hier vorne Punsch habt ihr sicher schon gefunden, mit und ohne Alkohol. Ansonsten Kekse stehen überall auf den Tischen und hier vorne ist noch so ein Stollen aufgeschnitten. Bedient euch, ist kostenlos, einfach zugreifen. Nico, viel Erfolg. Danke. Ja, wie ihr bereits mitbekommen habt, mein Name ist Nico Bajati. Bin selbstständiger Softwareentwickler und erzähle so ein bisschen, wie ich mein Browser-Setup aufgebaut habe, in erster Linie die Sicherheit von meinem Browser zu erhöhen, aber und auch sekundär auf meine Privatsphäre zu schützen. Mein primäres Anliegen ist in erster Linie, also ist die Sicherheit und dann kommt die Privatsphäre, aber das lässt sich ganz gut miteinander kombinieren. Und für den Zweck habe ich mal eine virtuelle Maschine aufgesetzt, wo ich ein komplett frisches Betriebssystem installiert habe. Das habe ich jetzt in Debian genommen, komplett neue Browser installiert. Ich benutze die beiden Browser Firefox und Chrome. Genau, und dann erzähle ich jetzt ein bisschen darüber, wie benutzt man die am sichersten, beziehungsweise auch ein großer Teil an Add-ons, welche Add-ons kann man benutzen und welche Add-ons sollte man vielleicht doch nicht benutzen. So, ich fange erstmal an mit einem Firefox. Bei Debian ist es so, beim Firefox ist jetzt die ESR-Version installiert. Die ESR-Version ist eigentlich ein ganz guter Zwischenweg. ESR ist zwar technologisch nicht die ganz aktuellste Version, aber von den Sicherheitsupdates ist da immer das Aktuellste drauf. Dafür gibt es ungefähr ein Jahr lang Support und dann gibt es die nächste ESR-Version. Wenn man zum Beispiel eine andere Distribution hat, zum Beispiel Ubuntu oder man benutzt Windows, wahrscheinlich auch Macintosh, aber damit kenne ich mich nicht so gut aus, dann gibt es wahrscheinlich immer die aktuellste Version. Die kann man natürlich auch benutzen. So. Hier sieht man schon dann den allerersten Schritt. Leute, die den Firefox bereits benutzen, werden das wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber wir springen jetzt erstmal diesen Schritt und macht diesen ganzen. Genau. Grundsätzlich gibt es, um mal mit den Add-ons anzufangen. Wir haben zwei verschiedene Arten von Add-ons. Einmal die Erweiterungen, die wir hier finden, und einmal die Plugins. Der Unterschied ist, die Plugins, das ist eine Schnittstelle zwischen dem Browser und dem und anderen Programmen, die im Hintergrund laufen. Das heißt, die laufen auf dem System und nicht direkt im Browser. Erweiterung hingegen, das sind die Programme, die ausschließlich Browser-Ressourcen benutzen, um diverse Dinge zu tun. Da gucken wir uns gleich nochmal an, was die so tun. Das Wichtigste ist, vielleicht, ich weiß nicht, wie viele von euch es heutzutage noch benutzen. Wer benutzt das Plugin Adobe Flash? Ist das einer noch? Also ja, das ist also inzwischen ist es ja eigentlich schon, vielleicht wissen Sie es selber schon, dass es halt nicht mehr so der aktuellste Standard ist, den man heutzutage benutzt und auch ein sehr großes Einfalltor für schädliche Software. Und es wird eigentlich gar nicht mehr gebraucht, außer für irgendwelche, ich sag mal, jetzt einfach mal Facebook-Spiele. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich selbst für meine Teile brauche es nicht mehr zum Video gucken,
auch, ich nenne es jetzt einfach mal so, ZDF-Mediathek und sowas oder YouTube, dafür braucht man überhaupt kein Flash mehr. Das läuft einfach direkt nativ im Browser. Dafür gibt es aktuelle Browsertechnologien wie HTML5. Und das funktioniert, ich sage jetzt, behaupte jetzt einfach mal zu 99% alles wunderbar ohne Flash. So, und vielleicht auch selbsterklärend, was ich hier bereits entdeckt habe, das ist jetzt bei den Plugins. Das hat mich jetzt ein klein wenig geschockt, ist, vielleicht kommen da einige oder andere schon drauf, hier ist ein Plugin für Java-Applets drin. Das ist dieses Ice-T-Web-Plugin. Das ist meiner Meinung nach auch Technologie aus dem letzten Jahrtausend, die braucht keiner mehr. Öffnet nur unnötig Scheunentore im Webbrowser. Und wahrscheinlich ist das jetzt über irgendein von meinem Betriebssystem durch irgendein Paket installiert worden. Das heißt, ich schalte das hier erstmal komplett aus. Da können wir jetzt ja bitte? Unter Windows macht der Firefox das ja automatisch von sich aus. Also wenn du Java installierst, dann ist das schon so gelb-rot schraffiert und dann sagt der Firefox schon, ist aus Sicherheitsgründen deaktiviert, willst du wirklich anschalten. Ist das unter Linux so, dass ich dieses Ice-T da immer noch einklicken kann und Firefox da nichts gegen tut? Das ist wahrscheinlich so. Es ist ja die Debian-Version und ESR. ESR-Version ist, glaube ich, Firefox 52. Das kann sein, dass es in der Version noch nicht drin war. Das ist so eine, woanders nennt man das Long-Term-Support. Das heißt, Firefox macht dann einen Stopp in der Entwicklung an einer bestimmten Version und wird anschließend dann nur noch mit Sicherheitsupdates versorgt. Moin, Nico. Moin. Moin. Zwei Leute durchs Bild. Ja. So. Genau, vermutlich ist es so, also ich kann das jetzt nicht direkt bestätigen. Es kann auch sein, weil es ja eine Debian-eigene Version ist, weil Debian setzt ja sehr viel Energie darin, ähnlich wie bei Ubuntu, dass die Browser in der Konfiguration ankommen, wie sie es gerne hätten. Weil das sehe ich jetzt schon. Benutzt hier überhaupt jemand Linux? Mal Hände hoch, damit ich weiß. Oh, sehr gut. Alle ausnahmslos. Ich gehe jetzt mal davon aus, entweder ihr benutzt Debian oder Ubuntu oder ähnliche Distributionen oder SUSE. Und das sieht man, das kenne ich jetzt von Ubuntu auch. Hier sieht man oben die Shell, GNOME Shell Integration. So ein ähnliches Tool gibt es bei Ubuntu auch. Die einzige Aufgabe ist in der Regel sowas wie, du gehst auf die Webseite von diesem Produkt, in diesem Fall von der GNOME-Seite. Bei Ubuntu ist das Ubuntu Wiki, glaube ich, ist das mit drin. Da gibt es dann immer so kleine Buttons in diesen Anleitungen drin, wo man dann unterstützt wird, Software zu installieren. Über eine Web-Oberfläche drückt man einen Knopf und dann geht das Passwortfeld für den Systemadministratorzugang auf. Abschalten. Das finde ich nicht so eine gute Idee. So, was man jetzt mit den beiden zum Beispiel hier unten macht, es gibt da noch eine ganze Reihe anderer Plugins. Das ist iTunes, benutze ich nicht. Wer es benutzt, weiß es vielleicht besser, ob er es braucht. Skype finde ich auch so ein bisschen zwiespältig, weil die gehen immer davon, die suchen sich halt, das sind, bei iTunes weiß ich es nicht, bei Skype ist es so, wenn er so eine Skype-Nummer auf einer Webseite findet, dann kann man da auch direkt draufklicken und dann geht Skype auf. Ob man es braucht oder nicht, ich selbst brauche es nicht. Also ich selbst persönlich würde es immer abschalten. So, anders sehe ich das eigentlich hier, bei dem einzigen hier unten abgeschalteten Plugin. Ich persönlich finde das eigentlich relativ nützlich.
weil der H264-Codec, er ist zwar veraltet, aber ich würde mal sagen, so alles, was videomäßig so vor 5 Jahren plus in war, ist in diesem Codec, ist mit diesem Codec erstellt worden. Und es gibt sicher noch das ein oder andere Video, was damit abgespielt werden will. Und wenn man das nicht aktiviert hat, dann sieht man da nur eine schwarze Fläche. Und deswegen ist es bei mir aktiviert. Es gibt, ich glaube, noch von Google einen anderen Codec. Das kann ich euch später dann nochmal zeigen, wo ihr die Informationen dazu findet. So, also ich selber, Plugins ist die Schnittstelle direkt ins System. Für mich sehr gefährlich, weil es nicht nur die Privatsphäre angreift, auch weil es die Sicherheit vom System gefährden kann. Siehe Flash, da braucht man einfach nur auf diverse IT-News-Seiten gehen und dann in den Security-Bereich und nach Flash suchen. Die Seitenanzahl wird kein Ende nehmen. Genau, das ist jetzt erstmal zum Firefox. Beim Chrome wird das ähnlich aussehen. Wobei beim Chrome gibt es noch eine Besonderheit, gerade beim Datenschutz zu berücksichtigen. Beim Chrome gibt es zwei, eigentlich gibt es mehrere Versionen, aber ich beziehe mich hier auf zwei Versionen. Es gibt einmal Chrome selber und es gibt den Chromium. Den Chromium mache ich einmal auf. Der Chromium ist nämlich die komplette Open-Source-Variante vom Chrome-Webbrowser. Und da fragt mich da gleich schon wieder, möchte ich mich einloggen? Meine Auswahl fehlt. Ich will nicht nur Thanks, ich will nur Ausrufezeichen. Aber genau. Und dann leitet er mich aber auch wieder auf Google-Suchanfragen weiter. Chromium würde ich bevorzugen gegenüber Chrome. Deswegen, weil es ein paar Features weniger hat. Das ist nicht jedermanns Sache. Besonders wer viel im Internet, ich gehe mal davon aus, so Netflix und Co., sich die Videos anguckt oder wie diese ganzen Streaming-Dienstleister alle heißen, die benutzen ja heutzutage so ein digitales Rechtemanagement. Das ist eins der wenigen Sachen, die nicht in diesem Chromium enthalten sind. Auch nicht enthalten sind zum Beispiel Google Tools, um den Benutzer zu verfolgen. Das ist die gute Sache an dem Teil. Das ist nämlich im Google Chrome auch standardmäßig mit drin. Das heißt, man macht Google Chrome auf und gleich kriegt man unbemerkt so ein kleines, ich nenne das jetzt mal Identifizierungsstring, womit Google denn die Benutzererfahrung geschäftswirksam analysieren kann. Das ist fehlt leider im Chromium. Ansonsten, ja, der Flash-Player fehlt da drin. Das finde ich jetzt nicht schade. Es fehlt, ist wahrscheinlich für die Windows-Benutzer interessant, aber da haben wir ja, vielleicht benutzt ja der eine oder andere neben Linux auch noch Windows als Zweitbetriebssystem. Es hat leider keine Auto-Update-Funktion. Es ist halt heutzutage gerade beim Browser sehr wichtig, dass man halt darauf achten sollte, immer aktuell halten den Browser, immer aktuell. Sobald man zu lange wartet mit irgendwelchen Updates beim Browser, bei anderen Software ist das vielleicht was anderes, aber der Browser ist halt das. Ja, bitte? Da kommt mir gerade Frage in den Kopf, was empfiehlst du denn in Sachen Firefox? Diese Long-Term-Version oder die standardaktuellste Version zu nutzen? Also beim Firefox, das ist ehrlich gesagt Geschmacksfrage. Weil Firefox baut sehr viele, ich nenne mal Gimmicks in diesem Browser ein, die nicht unbedingt jedem gefallen. Unter anderem ist im letzten Browser sind einige Features weggefallen, die
einige schöne, ich sag mal, Erweiterungen gar nicht mehr ermöglichen. Aber spätestens in einem Jahr muss man eh wechseln. Von daher kann man, wenn man die Möglichkeit hat, beim Firefox immer auf der aktuellen Version bleiben. Außer man braucht unbedingt irgendwelche Erweiterungen, die ja, die alten Features noch benötigen. So, wo war ich genau? Automatische Update-Funktion. Bei Linux ist es in der Regel so, dass der Chromium in der Paketverwaltung mit drin ist. Das heißt, darüber läuft das Auto-Update und die sind auch meistens recht flott innerhalb, weil es halt eine kritische Anwendung ist, innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen dieses Paket zu aktualisieren. Genau. Was ich zum Glück auch in letzter Zeit immer weniger in Browsern standardmäßig installiert finde, ist solche Tools wie dem PDF-Reader von Acrobat. Das ist auch zumindest im Chrome und im Firefox heutzutage nicht mehr notwendig, um PDF-Dokumente zu lesen, weil die ein eingebautes PDF-Lesegerät haben. Ich selber bin sogar so weit schon gegangen, dass ich meinen Webbrowser standardmäßig so eingestellt habe, dass er mir meine lokalen PDF-Dateien anzeigt, weil es sehr gut macht. Hier haben wir jetzt im Firefox ein paar grundlegende, sag ich mal, zwielichtige Plugins deaktiviert. Wir können ja, wer Interesse hat, nach diesem kleinen Vortrag nochmal gucken, was es noch so für Plugins gibt. Ich habe jetzt nur jetzt die beispielhaft genommen. Es gibt noch eine Reihe weitere, dass man dann guckt, was ist gut und oder was ist nicht so gut. Zum Beispiel. Das können wir nachher nochmal. Jetzt mache ich aber mal einen weiteren Tab auf. Und zwar geht es darum, jetzt haben wir erstmal grundlegend die Plugins angeguckt und jetzt wollen wir im Internet surfen gehen und da ist in letzter Zeit auch eine sehr gute Entwicklung bei allen gängigen Browsern drin, dass man, wenn man im Internet surft, nutzen wir keine HTTP-Verbindung mehr, sondern HTTPS-Verbindung. Sprich, die Verbindung vom Client bis zum Zielserver sind verschlüsselt und alle, die dazwischen sind, was gar nicht mal so wenig ist, die können schlicht und ergreifend nicht mitlesen. Da können wir uns jetzt mal eine schöne Erweiterung, also für mich ist das jetzt eine essentielle Erweiterung, HTTPS Everywhere. Hat jemand davon schon mal gehört? Sehr schön. Also HTTPS Everywhere wird von der Organisation EFF herausgebracht. Die selbst bezeichnen sich als, glaube ich, als Greenpeace im digitalen Sinne. Da sehen wir auch gleich, wir haben es jetzt installiert, HTTPS Everywhere. Gebe ich euch gleich nachher noch einen Link. Da habe ich das alles zusammengefasst, damit ihr da nicht so viel mitschreiben braucht. Hat sich hier oben gleich festgesetzt als kleine Erweiterung. Und da kann man schon die grundlegenden Regeln einstellen. Was macht HTTPS Everywhere? Es hat eine interne Liste, wo drinne steht, die Webseite unterstützt das HTTPS-Protokoll und wenn ja, dann schaltet es automatisch um auf die verschlüsselte Verbindung. Man kann hier auch einstellen, dass alle unverschlüsselten Anforderungen blockiert werden. Kann man machen, aber dann sieht man einige Seiten nicht mehr. Gerade, das ist mir letztens aufgefallen, als ich meine Fritzbox konfigurieren wollte, da hat mich nicht mehr auf meine Fritzbox draufgelassen. Da musste ich das ausschalten. Grundlegend
gibt es sehr viele Seiten. Man kann hier auch hier einmal alle Regeln ansehen. Das ist eine Seite von der EFF. Kann man sich, das ist eine öffentliche Datenbank und da kann man sich dann angucken, wenn man Lust hat, welche Seiten alle über das HTTPS-Protokoll laufen. Das ist jetzt nur mit W zum Beispiel. Gibt es überhaupt eine nennenswerte Anzahl von Seiten, die nicht automatisch auf HTTPS weiterleiten? Das müsste man mal rausfinden, aber ich vermute ja. Ich vermute es einfach stark, weil ich sage mal, bis zur Snowden-Affäre war es ja so, dass die meisten Seiten, die nicht mit Shopping oder so zu tun hatten, wo man wirklich persönliche Daten überträgt, wie Kreditkarteninformationen oder so, dass die einfach komplett ohne Verschlüsselung gelaufen sind. Und inzwischen sind ja auch schon die Newsportale, gerade diese IT-Newsportale, dazu übergegangen, auf Teufel komm raus, Verschlüsselung mit in ihre Seiten einzubauen. Wir reden hier eigentlich nur über Seiten, die man über HTTP erreichen kann, die aber auch über HTTPS erreichbar sind, genau, und einen nicht weiterleiten. Nur das sind ja die Interessanten. Da gibt es von Zyotelme einen regelmäßig veröffentlichten Report, der dort im Prinzip Internet-Scans auf den Alexa-Top 1 Million macht und dann dazu auch die Statistiken regelmäßig veröffentlicht. Da kannst du mir mal den Link zuschicken und dann packe ich das mit auf die Zusammenfassung drauf, dass man sich das mal angucken kann. Aber es ist auf jeden Fall halt sehr interessant. Also der andere positive Aspekt von HTTPS Everywhere ist auch, dass im Internet, das sehe ich auch immer häufiger, die Seiten werden von Menschen gebaut, Menschen machen Fehler, dann bauen die halt ihre verschlüsselte Webseite, aber einzelne Unterlinks da drinne vergessen sie einfach verschlüsselt abzulegen oder halt werden falsch aufgerufen und das wird dann auch durch HTTPS Everywhere korrigiert. Zum Beispiel Bilder oder so, da kommen wir gleich nochmal zu drauf beim Thema Mixed Content. Gibt da eine Seite, die uns unterstützen beim Test von unseren sicheren Internetverbindungen. Die guckt erstmal, ob der Browser überhaupt von Grund aus sicher konfiguriert ist. Damit meine ich, es gibt viele verschiedene Standards, um die Sicherheit zu definieren, die zwischen Webbrowser und Webserver stattfindet. Und da gibt es SSL Labs. Heute ist im falschen eingegeben. Passiert immer wieder. SSL Labs. Dort kann man seinen eigenen Browser testen. Der macht jetzt nichts anderes als testet alle Möglichkeiten durch, was mein Browser kann. In der Vergangenheit gab es immer wieder unsichere Verschlüsselungsmethoden. Die sind heutzutage aus dem Browser nahezu fast alle verschwunden. Hier zeigt er mir als erstes an die ganzen Sicherheitslücken, die in den letzten Jahren teilweise auch mit eigenem Logo und Soundtrack rausgekommen sind, aufzulisten und guckt, ist mein Browser dafür anfällig. Jetzt die Standardversion Debian ist es nicht, zum Glück. Dann zeigt er mir an die Protokolle. Wir wollen heutzutage eigentlich alle erstmal TLS 1.2 benutzen. Oder 1.1 oder 1.0 ist auch noch in Ordnung. Hier unten zeigt er an, SSL 3 und SSL 2 unterstützt meinen Browser nicht. Das ist sehr gut. Das sieht man hier bei diesem Tool auch schön an den Farben. Grün heißt empfohlen, schwarz ist neutral. Es ist halt die Frage, TLS 1.3 ist ja neuer als TLS 1.2. Warum wird das nur als neutral angesehen? Ich bin da noch gespannt, was bei TLS 1.3 rauskommt. Das ist noch nicht
ganz fertig, beziehungsweise es ist eigentlich fertig, nur sie wollen wieder Änderungen vornehmen. Besonders die Werbeindustrie. Die Finanzbranche will das. Wo ist der Unterschied zwischen Werbeindustrie? ja, die Finanz. Also es liegt der Verdacht halt im Raum, dass die Sicherheit wieder ein bisschen verwässert werden soll. Und bisher ist TLS 1.2 ein sehr guter Standard und der sollte bevorzugt werden. Wobei alles, was nicht mit SSL anfängt, ist auch in Ordnung. So, hier sehen wir einen grün. Der Rest ist alles auf neutral. Diese Cypher Suites, da will ich nicht so genau drauf eingehen. Das ist eher der Kern der ganzen Kryptographie. Hier sieht man schon die grünen Dinger. Das ist das zu bevorzugende. Ein etwas kaputtes, da unten. Da steht weak. Wenn man diese Seite benutzt und man... man müsste jetzt hier zum Beispiel gucken, bei dem hier, das ist halt die Kette an Verschlüsselung und Hashwerten, die mein Browser und der Webserver benutzen. Die kann man abschalten. Das ist, ich sag mal, für einen Laien ist das nicht so einfach. Jetzt für den Experten würde ich sagen, ich gehe mal kurz in die Config rein und stelle den Wert auf False. Aber der Wert lässt sich nicht so einfach finden in der Config. Das kann ich auch auf meiner Webseite mal draufpacken. Da habe ich die beiden Werte schon eingetragen. Hier steht jetzt zum Beispiel TLS, RSA, US, 3DES, EDE, CB, C nee, und SHA. So wird das, ist das leider nicht in der Config eingetragen. Wie gesagt, auf meiner Webseite ist das genauer, wobei die aktuelle Version von Firefox, nicht die SR-Version, bei dem ist das schon abgeschaltet. Da würde ich jetzt in die Konfiguration gehen. Das macht man about config. Hier ist ein ganz großer Warnhinweis, der ist wirklich ernst zu nehmen. Weil im Zweifel kann man seinen Browser damit unbrauchbar machen. Hier, das ist die ganze Konfiguration vom Webbrowser, auch die nicht angezeigt wird. Hier stehen wirklich viele Sachen drin. Da, man muss auch nicht wissen, alles was. Das Wichtigste ist jetzt erstmal nur Security. Hier oben ist ein Suchfeld. SSL 3. Nicht wundern, dass da SSL 3 steht. Das ist da an der Stelle wirklich nur ein Name. Ich schüttle auch jedes Mal den Kopf. wie gesagt, das steht alles auf meiner Webseite drauf. RSA, DES, EDE 3, SHA. Ja, da ist der Übeltäter schon. Wenn man es mal vergleicht, wer es jetzt auf die Schnelle kann, es sieht anders aus, ein bisschen, aber das ist der String. Da klicke ich jetzt zweimal drauf, damit habe ich das abgeschaltet. Und siehe da, jetzt habe ich nur noch neutrale oder grüne. So, warum das Ganze, warum gibt es überhaupt so viele, werden sich als eine fragen. Das ist halt die fortlaufende Entwicklung. Es gibt alle paar Jahre mal wieder neue Ausschreibungen, um neue Verschlüsselungsstandards festzulegen, bessere Verschlüsselungsstandards. Und über die Jahre haben sich halt sehr viele angesammelt. Es wurden auch sehr viele wieder rausgeworfen. Genau, und das ist halt das, was jetzt so, ich sag mal, übrig geblieben ist. Warum man nicht einfach sagt, wir nehmen nur den aktuellsten, den besten, den es gibt. Da spielen leider zwei Seiten mit rein. Das ist einmal der Webbrowser, der muss sie unterstützen, und auch der Webseitenbetreiber.
Und da gibt es einfach noch viel zu viele, die nicht die aktuellsten Standards auch auf Webseite bei der Webseite unterstützen. Deswegen gibt es hier höchstwahrscheinlich auch noch hier unten diese beiden, die ich mal markiert habe, ohne Forward Secrecy, weil das ist eigentlich heutzutage der bevorzugte Standard. Genau. Und wenn man hier neutral oder grün sieht auf der ssllabs.com-Seite, dann fährt man eigentlich mit seinem Browser auf der sicheren Seite. So, dann haben wir hier unten noch ein paar andere Informationen. Da ist eigentlich jetzt nichts weiter interessant für Nicht-Experten, aber hier geht es schon weiter. Was man immer wieder sieht auf Webseiten ist ja hier oben, kann man die Maus sehen? Ja. Hier oben links ist so ein, wenn man auf einer verschlüsselten Webseite ist, ein grünes Schloss. Kann man mal, ja gut, oder hier ist es halt so ein eigenes Logo, wenn das eine super besondere sichere Webseite ist. Genau, hier haben wir das grüne Schloss. Das kann gelegentlich passieren, dass dieses Schloss mit einem gelben Ausrufezeichen versehen ist. Dann kann man da einmal raufklicken. Dann steht hier zwar, die Verbindung ist nicht sicher. Das liegt aber daran, dass in diesem Fall auf dieser Webseite es nennt sich Mixed Content gibt. Das heißt, die Webseite an sich ist verschlüsselt, aber es gibt Teile von dieser Webseite, die nicht verschlüsselt übertragen werden. Und das kann man durch dieses Symbol sehr gut sehen. Auf dieser Webseite ist jetzt zum Beispiel so, da man es getestet hat. Die Webseite testet ja alles aus und hier sieht man die Bilder, also Images, werden dargestellt als Mixed Content. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Es gibt leider noch viele Webseiten, bei denen das passiert. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler von den Entwicklern der Webseite. Die finden aber immer wieder Ausreden, um trotzdem ihr Gehalt zu bekommen. Das ist jetzt erstmal das Grundsätzliche zur Browsersicherheit, wie man damit surft. Eine andere Sache, was in den letzten Jahren, ich mache diese Fenster mal zu, in den letzten Jahren immer wieder aufgetreten sind, sind Erweiterungen, die vorgeben, zur Sicherheit beizutragen, aber leider genau das Gegenteil machen. 2015 habe ich hier den ersten Vortrag zu diesem Thema gehalten. Dabei habe ich eine Sache leider nicht berücksichtigt. Und zwar, ich habe ein Add-on empfohlen, welches nicht Open Source ist und heute vielleicht einige schon kennen. Das ist das Web of Trust. Kennt jemand Web of Trust? Ja, einer. Web of Trust ist, die Idee dahinter ist eigentlich relativ schön. Man geht auf eine Webseite und dann kann man über die Erweiterung sagen, ja, ich halte diese Webseite für sicher oder ich finde das gut, was sie machen und kann eine Bewertung abgeben. Leider war es so, dass ungefähr ein Jahr, nachdem ich das hier vorgestellt hatte, ein paar findige Reporter auf den Trichter gekommen sind, dass es da ein Geschäftsmodell im Internet gibt, das Daten verkauft. Die verkaufen Nutzeraktivitäten und Web of Trust ist da leider mit drin. Sollte jemand Web of Trust damals durch mich installiert haben, es tut mir leid, gleich wieder deinstallieren. Da gibt es auch noch ein anderes Add-on. Das nennt sich das ist zum Glück heute auch nicht mehr notwendig. ProxTube, hat vielleicht schon mal jemand was gehört oder ähnlichen Erweiterungen. Das sind Erweiterungen, die machen so ein YouTube-Proxy, um GEMA zu umgehen. Kennt sicher jemand, der vor ein paar Jahren noch bei YouTube rumgesurft ist, gab es diese netten Schilder. Können wir leider nicht anzeigen, weil die GEMA ist dagegen. So, das ist ja inzwischen zum Glück weggefallen. Die Dinger gibt es aber immer noch am Markt. Das sind Anbieter.
da muss man eigentlich mal selber überlegen, was wollen die damit bezwecken. Es ist ein Anbieter, ein kommerzieller Anbieter, die investieren freiwillig oder kostenlos Hardware und viel Bandbreite im Internet und stellen uns kostenlose Add-ons zur Verfügung, wo sie unseren gesamten Datenverkehr drüber leiten. So, die haben natürlich auch die ganzen Nutzeraktionen verkauft. Also mit Nutzeraktionen verkauft, das ist das, was Web of Trust auch gemacht hat. In meiner Linkliste später gibt es einen direkten Artikel. Das ist beim ZDF, glaube ich, erschienen. So ein Vortrag, da gibt es genaue Details, wie das abgelaufen ist. Es wird für jeden Benutzer, der dieses Add-on, also WOT oder Proxtube benutzt, eine eindeutige ID erstellt. Und über diese ID werden alle URLs, die man je eingegeben hat, an die Server geschickt. Und die Daten werden verkauft. So, jetzt kann man sagen, ja, wieso? So eine ID, die ist ja anonym. Da sieht man ja nichts weiter, außer diese ID. Tja, da sind man dann aber auf einige Leute auf findige Webseiten gestoßen, wie zum Beispiel, vielleicht kennen einige von euch das Portal Xing, so eine Art Facebook für Businessmenschen. Und bei Xing zum Beispiel war es so, dass die Bild-URL, die man aufgerufen hat für das Profilfoto, wenn man sie selber aufgerufen hat, ein besonderes Format hatte. Und damit konnte man ganz schnell die Leute ziemlich genau identifizieren, die hinter dieser ID liegen. Und jetzt kann man immer noch sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, aber wir leben ja heute immer noch leider in einer Gesellschaft, wo man in einigen Gegenden oder in einigen Unternehmen auf Grenzen stößt, wenn man beispielsweise gewisse Veranlagungen hat oder gewisse Krankheiten hat, dann ist man gleich, vorneweg. Ich rede einfach mal von Homosexualität oder AIDS. So. Es ist eigentlich nichts, was man, wovon man Angst haben sollte, aber es ist leider immer noch ein Thema bei manchen Menschen, wenn man weiß, aha, die Person hat es, dann kann es Probleme geben. So, und durch solche Nutzerstatistiken, die dort verkauft werden, kann man zum Beispiel durch Google-Suchbegriffe ganz schnell herausfinden, ob die Person in diesem Kreis zuzuordnen ist. Und dann kann man ganz schnell einen neuen Markt daraus machen für Personaldienstleister, dass man da, ja, ich suche Mitarbeiter, die Kenntnisse haben. Ach ja, soll nicht schwul sein und soll kein AIDS haben. So, ich hoffe, wir erreichen diesen Markt niemals. Denn habe ich die Uhr, ja, das passt noch mit der Uhr. Habe ich noch zwei Erweiterungen, die ich euch vorstellen möchte. Das ist einmal die Erweiterung uBlock Origin. Das, hier muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich hier schon mal die Suchliste anguckt. Da gibt es gleich ganz viele Erweiterungen, die haben so einen ähnlichen Namen. Ich will jetzt nicht zu groß vermuten, aber ich vermute, es sind viele Werbefirmen dahinter, die diese Erweiterung schreiben und in der Form mit ähnlicher Funktionalität anbieten. Ich selber benutze uBlock Origin aus dem Grund, es ist vollständig Open Source und hat eine recht große Community und ist kompatibel zu den meisten anderen Systemen auch. Zu AdBlock Plus zeige ich gleich auch nochmal was. Wer benutzt von euch AdBlock Plus? Oder vielleicht das Add-on Ghostery? Okay, aber sagen tut euch das alle was? Ja. Also es ist grundsätzlich erstmal, das Add-on sorgt dafür oder ist dafür gedacht, erstmal Werbung von Webseiten zu entfernen. Es hat aber, was sicherheitstechnisch angeht, noch ein paar andere schöne Funktionalitäten. Das ist da oben rechts in der Ecke erschienen, das Add-on. Das können wir uns gleich mal angucken. Da gehe ich mal rauf.
Hier sind die Einstellungen. Das sind, ich gebe es zu, auch für jemanden wie mich, das sind schon ganz schön viele Einstellungen. Und da oben gibt es den Reiter vorgegebene Filter. Das ist alles auf meiner Seite später zu lesen. Gibt es eine ganze Reihe von Filtern für Webinhalte, die man sich hier relativ großzügig einstellen kann. Unter anderem gibt es hier ein bisschen weiter unten Domains mit Schadsoftware. Dahinter sind Listen von Domains, wo man weiß, dass die Software verteilen, die wir alle nicht auf unseren Computern haben möchten. Meinetwegen. So, hier können wir eigentlich alle einfach mal spaßeshalber anmachen. Das ist immer meine Vorgehensweise. Jemand, der sich vielleicht mit den Filtern genauer auseinandersetzt, wird vielleicht merken, teilweise sind die Filter redundant. Das heißt, die Inhalte sind doppelt drin. Das macht aber heutzutage gar nichts mehr. Ich gucke jetzt einfach mal in so eine Liste rein. Da kann man einfach hier Malware Domain List draufklicken. Dann geht eine neue Seite auf. Und dann kriegt man hier sogar eine relativ kleine Liste mit Domains, die möchte man nicht besuchen. So, und der Vorteil an diesen Listen ist, die werden dann beim Surfen automatisch blockiert. Das heißt, selbst wenn man diese Seite ansurft, da kriegt man dann gleich erstmal so, oh oh, du machst hier was, was du nicht möchtest. Und das sind zwar schon ein bisschen größere Listen, aber ich habe da schon größere Listen drin gefunden. So, und das ist halt eine sehr nützliche Funktion von diesem uBlock Origin. Dass er einfach sagt, so hier, so weit und nicht weiter. Das hat aber noch einige andere Funktionalitäten, zum Beispiel, wie gesagt, Werbung blocken ist halt der ursprüngliche Sinn, aber auch so Social-Media-Knöpfe ausblenden, wenn man das nicht haben möchte. Zum Beispiel Twitter-Buttons, Facebook-Buttons und so weiter. Die verschwinden dann einfach. Dazu aber auf meiner Seite später mehr. So, ein anderes nützliches Plugin. Ist dieses, das zweite auf der Liste, Decentralize. Da ist der Name schon so ein kleines Wortspiel. Decentralize ist eine Erweiterung, die sammelt Standardbibliotheken aus dem Internet von sogenannten CDNs. Weiß jemand nicht, was ein CDN ist? Ein Content Delivery Network. Also ein CDN ist, wenn man bereits etablierte Bibliotheken hat aus dem Internet zum Abarbeiten im Webbrowser, wie zum Beispiel jQuery und solche Sachen, die werden dort hingelegt und werden dann, und ein CDN ist so eine Großsammlung, sage ich mal, die ganz viel beinhaltet und meistens von so großen Anbietern wie Google, Amazon und so weiter zur Verfügung. Ganz viele gibt es da, Microsoft macht das auch inzwischen. Es gibt ganz viele Anbieter, die bieten das an, freundlicherweise. Hey, lieber Webmaster von deiner Webseite, wir bieten dir an, du hast doch so wenig Bandbreite zur Verfügung, dann darfst du unsere Dateien einbinden, das kostet dich auch gar nichts, nur die Daten deiner Kunden, das steht da aber nicht. So, und dadurch kann jeder Anbieter
also jeder große Anbieter wie Google und so, immer mitgucken, was machen die Leute denn auf deiner Webseite gerade. Dafür möchte diese Erweiterung schützen. Das ist nämlich ein ganz eigenes CDN, aber anstelle, dass es im Internet ist, ist das lokal auf dem PC drauf. Und jedes Mal, wenn es so eine Verknüpfung zu einem CDN findet, dann sagt er, nee, das biege ich jetzt um, das geht jetzt lokal auf den Computer. Und dadurch werden zwar als Nebeneffekt die Webseiten auch schneller. Und die Großen können dann nicht mehr so genau mit hinterher gucken. Aber das Wichtige ist aus sicherheitstechnischer Sicht. Bisher gab es, ich glaube, noch keinen bestätigten Fall. Sie sagen immer wieder, nee, das gab's nicht. Solche CDNs können natürlich auch angegriffen werden und dann können die Dateien ausgetauscht werden durch irgendwelche Kriminelle, sage ich jetzt einfach mal, dass sie sagen, wir benutzen jetzt nicht mehr die Originalversion vom Hersteller, sondern die gefälschte Version. Die macht zwar im Grunde genommen genau noch das, was es soll, aber packt er noch ein paar zusätzliche Sachen da rein, was in letzter Zeit ja immer wieder aufgekommen ist, ist dieses Bitcoin-Farming über einen Webbrowser, das die Leute nicht haben wollen. Das könnte man da drüber zum Beispiel bewerkstelligen, wenn man viel kriminelle Energie hat. So, und das wird halt durch dieses Centralize, Decentralize auch verhindert, dass die Standard-CDNs benutzt werden für Standard-Bibliotheken. So. Halt im dagegen stehen halt Add-ons wie Adblock Plus, beziehungsweise auch Ghostery. Die waren in den letzten Jahren, die sind, glaube ich, heute leider immer noch sehr beliebt. Man muss bei solchen Erweiterungen bedenken, dass diese weder Open Source sind, noch man genau prüfen kann, was die Hersteller, was übrigens alle kommerzielle Hersteller sind, was die damit bezwecken. IO, also die Firma hinter Adblock Plus, ist zum Beispiel Werbevermarkter. Genau, ja, es ist Werbevermarkter, Adblock Plus, der Hersteller. Und wenn man ein bisschen Geld auf der Tasche hat, dann geht man zu ihnen und sagt, ja, bitte schalt mal meine Werbung wieder an. Von wegen nicht aufdringliche Werbung als Schlüsselwort. Und dann kommt mal wieder der flächendeckende Flash-Werbeblock auf die Webseite. Das ist mein Name, da kann man über Artikel, Vorträge, findet man diesen Vortrag. Da habe ich alles Nennenswerte reingeschrieben, über das, was ich gerade erzählt habe. Link in der Videobeschreibung. Link in der Videobeschreibung. Wenn es nachher das Video online ist. Ja. Sehr gut. Ich habe ja keine Ahnung davon, aber Videos. Nee, so, denn habe ich fertig. Vielen Dank.